Mein Name ist Dominik Heilig, ich bin Mitglied des Parteivorstandes der Partei Die Linke und ich befinde mich gerade vor dem portugiesischen Parlament in der Rua de São Bento in der schönen Hauptstadt Lissabon. Wir haben gerade an dem Generalstreik und der Abschlussdemonstration teilgenommen, die hauptsächlich organisiert wurde durch die CGTP, den Gewerkschaftsbund, kommunistisch orientiert. Aber auch viele unabhängige Gewerkschaften, wie die Lehrergewerkschaft, haben an diesem Streik teilgenommen, an dieser Demonstration teilgenommen. Ich schätze, dass heute Nachmittag insgesamt 30.000 Menschen hier auf diesem Platz gewesen sein dürften, um gegen die Politik der Regierung, um gegen die Politik der Troika, um gegen die Politik der Europäischen Zentralbank zu demonstrieren. Bereits in den letzten Tagen gab es hier mehrere Demonstrationen in der Stadt, beispielsweise am Montag, als Angela Merkel das Land gerade mal für 6 Stunden heimsuchte. In der gestrigen Nacht haben wir die Beginne des Generalstreiks verfolgt. So waren wir um 23 Uhr beim ersten Ausstand der U-Bahn-Fahrer. Danach sind wir um 24 Uhr zu den zur Müllabfuhr gefahren, der städtischen, und danach im Hauptpostamt in Lissabon gewesen, wo eine Hauptkundgebung heute Nacht um 1 stattfand mit Lagerfeuer und vielen Protestierenden. Es war ein sehr interessanter Besuch hier in Lissabon bei den Genossen vom Block und der Esquerda, Mitglied der Europäischen Linkspartei. Es sollte uns Beispiel sein, auch in Deutschland wieder massiver auf die Straßen zu drängen und die Menschen zu motivieren, gegen diese unsoziale Politik in Europa zu demonstrieren.